Hallöchen und willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Wir haben in der letzten Folge hier den Stecker aktiviert und haben den Computer gehackt und somit wohl wieder den Strom ans Laufen bekommen hier. So, gucken wir mal. Was können wir denn hier noch Feines machen, außer Stats einsammeln? Erstmal natürlich alles kaputt machen. Okay, das scheint nicht kaputt zu gehen. Super duper Qualität hier. Oh, die Tassen hier sind ja cool. Na toll, jetzt sind sie weg. Ansonsten hätte ich doch gern so eine genommen. So, alles kaputt machen. So, im Hintergrund sehe ich schon, da kommt bestimmt der kleine Timmy rein. So, verbirgt sich hier noch irgendwas hinter? Wollen wir mal schauen. Lässt sich nicht kaputt machen. So, kleiner Mann, deine Stunde ist gekommen. Geh mal dahin, du kannst dich nämlich da durchquetschen. Keine Angst haben. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier noch? Hier wird es dunkel, aber er hat ja so eine Nachtsichtbrille. Ja. Wir arbeiten uns mal langsam vor. Was können wir denn hier? Ich glaube, hier kann er nichts machen. Nö. Aber hier, wo es dunkel ist, da kommst du rein. Du hast so ein Nachtsichtgerät. Zieh's mal an, genau. Ah, da liegt doch auch das, was wir brauchen. Genau, weg von der Ratte. So, das mal ganz schnell da einsetzen. Was passiert dann? Okay, wir haben Strom. Das erklärt auch, warum wir das nicht kaputt machen konnten. So, wir gucken aber hier nochmal weiter. Können wir hier schon was machen? Nein, da brauchen wir jemand anderen. Bevor wir wieder hochkraxeln. So, was haben wir denn hier noch alles? Hier geht es ja noch ganz schön weiter. Oh, ein blauer Stat. Den will ich natürlich haben. So, nee, da kann der kleine Mann nicht dran. Das wird wohl Lex machen müssen. Na, okay, dann gehen wir erstmal wieder hoch. So. Ich denke mal, hier müssen wir wieder den Computer hacken. Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Das sind alle Dateien des gesamten Parks. Es zeigt einem alles an. Ich muss nur die richtige Datei finden. Okay, was muss ich machen? Was muss ich? Ah, da ist die Maus. Okay. Du hast das Zauberwort nicht genannt. Was bitteschön muss hier gemacht werden? Jetzt das hier nehmen, was angeleuchtet wird, oder was? Du hast das Zauberwort nicht genannt. Ich verstehe es nicht. Grün, gelb, rot. Muss ich hier grün drücken? Nee, da wird ja das X angezeigt. Dann wird es das hier sein. Du hast das Zauberwort nicht genannt.
Ach so, in der Reihenfolge, wie die aufblinken oder was? Okay. Sonst erklärt einem das Spiel wieder hier alles haarklein. Ja, nicht. So, das war doch hier. Dann das. Okay. Ich glaub, ich hab's. Das müsste die richtige Datei sein. Das stimmt, meine Theorie. So. Hier oben links und da unten links. Jawohl. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was sie wollen. Oh oh. Das habe ich mir gedacht. Das war's dann wohl. So. Was müssen wir denn jetzt machen? War hier nicht irgendwo noch ein Computer? Nein, war nicht. Okay, der Kleine ist auch wieder hochgekommen, obwohl da unten noch so einiges war. Grant? Mr. Hammond? Die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen Sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber herschicken. Uiuiui. Er kommt durch die Scheibe! Okay, die kann ich bauen. Dann bau du mal. Was haben wir denn jetzt gebaut? Ah. Los, Bewegung. Eine Leiter. Hui. Ah, Leckerchen. Komm hinterher. Los, Bewegung! So, hier sind wir am Checkpoint. Dann speichere ich mal schnell. So, und weiter geht's. Obwohl, ich sollte vielleicht auf diesem wackeligen Gerüst nicht viel kaputt machen. Vielleicht ist da irgendwas, was uns weiterhilft. Hier ist doch was, was ich schneiden kann mit meiner Kralle, die ich mal ganz am Anfang gefunden habe. Toll. Wir schneiden das ab, worauf wir uns befinden. So, dann machen wir mit der wilden Zerstörung mal direkt weiter. Entschuldigung, ich wollte. Oh, Entschuldigung, Timmy. So, gucken wir mal, was wir hier als nächstes machen müssen. Wow. Okay, hier, Blümchen. Gieß mal Blümchen. In der Situation hätte ich auch keine andere Idee, als mal eben Blümchen zu gießen. Ah, er ist jetzt eingeklemmt, verstehe. Wo ist denn der Kleine jetzt? Ach da, er versteckt sich. Kommt er da schon rein? Ja, kommt er. Ich glaube, das war auch mit los rein da gemeint. Und wir sind wieder ein wahrer Überlebender. Natürlich. So, da in der Ecke ist nichts mehr. Dann kommen wir mal hier raus. Ja, ich mach so schnell ich kann. Wohl nicht so.
So, Timmy baut jetzt erstmal hier eine Brücke. So, dann brauchen wir doch wieder was Weibliches. Wup. So, komm, Ellie, rüber mit dir. Du musst Blümchen gießen. Schnell dahin. Timmy wird hier angebrüllt, er soll schneller machen. Und sie fängt erstmal gemütlich an, Blümchen zu gießen. Was hat uns das gebracht? Ach, das ist wieder ein Sammelobjekt. Ja, ist klar. Wupp. Okay, jetzt dann weiter. Der nächste Raptor hat uns entdeckt. Okay, ich wollte schon sagen, wo ist er hin? So. Okay, kann ich jetzt auf den Dino wechseln oder was? Oh, wie cool ist das denn? Okay. So, da muss ich jetzt wieder mechen. Okay, okay. So. Und du lässt uns jetzt in Ruhe, ja? Das soll ich glauben. Aber trotzdem habe ich nicht das Verlangen, in seine Nähe zu gehen. Okay, warte mal. Da brauchen wir jemanden mit der Sichel. So, genau. Dann fällt das bestimmt von da oben runter. Und der Raptor ist down. Nein, ist er nicht. Okay, einmal hier mechen. So, wie oft spielen wir das Spielchen dann jetzt noch? Wieder in die Ecke rein? Ah, jetzt ist da oben was zum Abschießen. Gucken wir doch mal. So. Aller guten Dinge sind drei, vermute ich mal hier. Okay, nee, gar nicht. Ich kann ganz normal weiter hier agieren mit meinen Figuren. So, auch wenn ich nicht genau weiß, wo wir hin müssen, aber hier haben wir uns jetzt schon mal einen Weg freigehauen. Deswegen vermute ich auch mal, dass es hier in die Richtung weitergehen wird. Ja, falsch vermutet. Okay, was müssen wir machen? Oben irgendwo noch gegenwerfen? Nein. Wir müssen aber irgendwie hoch, denke ich. Weil da oben auch noch so eine Stange ist, mit der wir ja noch gar nichts gemacht haben. So. Hier kommen wir auch gar nicht näher dran vorbei. An der Situation. Nee, nach rechts rüber kommen wir nicht. Das Rad auswählen. Den Dino können wir auch nicht auswählen. Hm.
gerade ein bisschen überfragt, was wir denn hier machen sollen. Übersehe ich denn irgendwas? Nach vorne springen kann ich auch nicht. Ach, ich kann wieder hier drauf. So. Was soll ich drehen? Hin und her wackeln? Man weiß es nicht. Okay. Hammond, nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu durchgerungen, Ihren Park nicht zu befürworten. Ich gebe Ihnen recht. Okay, die zwei, die spielen dann noch ein bisschen. Bäuerchen. Okay, das war also die Geschichte vom ersten Teil. Dann überspringen wir mal hier das Ganze. Wahre Überlebender, ja, ja, das wissen wir alles. Viel eingesammelt haben wir auch nicht wirklich. Den Bernstein haben wir auch nicht gefunden. Naja, ein bisschen was an goldenen Steinen haben wir. Geschichte beenden. Und dann wird es jetzt auch in den zweiten Teil gehen, denke ich mir. Okay, ach, hier kann ich sogar was steuern. Wie lustig, den T-Rex. Kann ich mir den da auch schnappen? Kann man als T-Rex auch noch Stats sammeln? Okay, ganz nett, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was es uns weiterbringen soll. Ach, jetzt kann ich den Kleinen da vorne steuern. Okay, gar nicht mehr den T-Rex. Okay, wir überspringen das Ganze mal. 9,7% haben wir jetzt geschafft von dem Spiel. Das ist bei dem Lego-Spiel gar nichts. Isla Nublar, Jurassic Park. Genau, genau. Ich denke mal, wir werden jetzt in den zweiten Teil geworfen. Bin mal gespannt. So, ein paar Daten werden uns unten noch angezeigt. Dr. Henry Wu war der leitende Genetiker im ursprünglichen Jurassic Park und arbeitet nun gemeinsam mit den Experten von Masrani daran, den größten Erlebnispark seit Menschengedenken zu erschaffen. Okay. Genau, genau. Der erste Teil hieß nämlich Jurassic Park von den Filmen. Der zweite Teil hieß Die vergessene Welt. Deswegen wird es der Hubschrauber der Einstieg in den zweiten Film sein. Aber das schauen wir uns im nächsten Part an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dann. Ciao.